La rugămintea doamnei Maria, am început să înregistrez partea audio a unui manual de limba germană, manual realizat de către profesor Jean Livescu. Veți găsi în descriere un link către acest manual. Să începem. Voi citi mai întâi lecția lent, iar apoi într-un ritm normal. Erstes Lehrstück. Der Unterricht. Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten. Guten Morgen. Die Stunde beginnt. Die Studenten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: Wir zählen heute von 1 bis 10. Wir beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen jetzt Übungen. Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: Wie heißen Sie, Genosse? Der Student antwortet: Ich heiße Popescu. Wie viel ist 8 plus 2 minus 3? 8 und 2 weniger 3? 8 plus 2 weniger 3 ist 6. Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: Das ist falsch. Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: 8 plus 2 weniger 3 ist 7. Ja, das ist richtig, sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. Și acum într-un ritm normal. Erstes Lehrstück, der Unterricht. Wir studieren Mathematik. Wir lernen auch Deutsch. Der Lehrer kommt. Er grüßt. Wir antworten: Guten Morgen. Die Stunde beginnt. Die Studenten und die Studentinnen öffnen die Hefte und die Bücher. Der Lehrer sagt: Wir zählen heute von 1 bis 10. Wir beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen jetzt Übungen. Die Studenten schreiben und rechnen. Der Lehrer fragt: Wie heißen Sie, Genosse? Der Student antwortet: Ich heiße Popescu. Wie viel ist 8 plus 2 weniger 3? 8 und 2 weniger 3 ist 6. Die Studenten lachen. Der Lehrer sagt: Das ist falsch. Eine Studentin, Adina Ionescu, korrigiert: 8 und 2 weniger 3 ist 7. Ja, das ist richtig, sagt der Lehrer. Der Student Popescu wiederholt und übersetzt die Antwort. Der Lehrer ist jetzt zufrieden. O mică observație, cuvântul der Genosse nu se mai folosește în limbajul curent. www.germanforfree.blogspot.com. Tschüss!